Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Metroid Fusion. Wir wollen in diesem Part noch die letzten paar Items finden und haben hier einen kleinen Rätselraum mit, wo Blazefox aber die Lösung parat hält. Also gebe ich das Wort weiter. So, also pass auf, du rollst jetzt in die Mitte von diesen Dingens da, von diesem Baustein, genau. Und selbst eine Bombe. Ja, genau in der Mitte. Je weiter in der Mitte, umso besser. Das machst du jetzt auch bei den nächsten Klotz. Drüber sprengen, bei dem nächsten Klotz, genau in der Mitte. Sieht nach der Mitte aus. Mhm. Genau. Jetzt hast du den Kleinen jetzt so weit wie möglich am Rand. Nicht in der Mitte. Genau hier, am oder? Rand. Ja, genau dort. So weit wie möglich am Rand, das ist wichtig. Und dasselbe nochmal auf der anderen Seite, so weit wie möglich am Rand, an der Kante. Okay. Und zum Schluss nochmal in der Mitte. Genau in der Mitte. Das dürfte in die Mitte sein. So, und jetzt Anlauf nehmen. Und nicht schießen! Stimmt. Alles aber nicht schießen. Und das hat schon gereicht. Und vergiss nicht, auf dem Rückweg musst du nochmal Scheinsbock benutzen. Und vergiss nicht, die Tür aufzuschließen zuvor. Weil sonst kommen wir nämlich nicht raus. Und jetzt darfst du alles nochmal machen. Weil du mir nicht glaubst. Verdammt nochmal. Ich habe den Scheinsbock benutzt, aber ich habe mich vertan. So. So, hier aber auch wieder in die Mitte. Kante. Nochmal Kante. Wie man es weiß, ist es recht leicht, aber ja, ich meine, man kann sich ja dann rumprobieren, wo setze ich welche Bombe. Ja. Ach, verdammt, ich wollte ihn jetzt eigentlich aufschießen, mitnehmen. Aufschießen! Du hast sie nicht aufgeschossen. Es war jetzt Absicht gewesen, weil ich wollte den Scheinspark mitnehmen. Schieß einfach auf! Aber dann passiert das. Genau, weil du sie vorne weg. Konzentrier dich doch einfach auf etwas! Aufschießen, am besten umdrehen, gleich aufschießen! Die Tür! Die Tür! Vielleicht benutze ich Safe States. Na! Doch nicht an so einer leichten Stelle! So! Jetzt, durchs Außen! Hast du mich nicht von dort unten aus benutzt? Komm! So! Okay. Und dasselbe machst du jetzt! Du kannst gleich dort weitermachen. Oder zeig noch mal kurz die Map. Hier ist die Map. Ja, also hier runter zu hast du jetzt alles. Wir müssen jetzt Richtung Geheimtrakt, oder? Lass mal kurz sehen. Ja, einen hast du noch vergessen. Da müsste es noch zwei Items zu holen geben. Beim Geheimtrakt, wo der Wachroboter war. Also du musst auf jeden Fall jetzt, dort entlang. Dort, wo das pinke Teil ist. Also nach links, durch die Tür. Okay. Und ich glaube, da brauchst du auch wieder den Scheinspark. Also erstmal hier kaputt machen. Geht auch mal viel zu oft hier. Ja, leg schon mal hier eine Bombe, eine Powerbombe. Dann wirst du sehen, was ich meine. Nein? Dann lauf mal hier durch. Links. Hoch und hier. Ja, immer schön links halten. Immer links. Genau, hier. Ah, ja. Ich sag, du brauchst den Scheinspark. Da muss man einfach durch die Tür laufen und dann sich nach links abfeuern lassen. Aber da ist schon wieder gegen das Mikro gekommen. Ach, man muss ihn aber mitnehmen. Ah, und vergiss nicht, die Tür aufzuschießen. Ja. So, ich hab mich eigentlich längst. Ja. So. Und durch die Tür geflogen. Und viel Spaß beim Rätseln. Ja. Ich lasse erstmal selber ein bisschen grübeln. Ich bin jetzt ganz still. So, erstmal machen wir eine Powerbombe und gucken, wie es hier aussieht. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Also nicht wundern, wenn ich komische Geräusche hört. Da muss man. Ja, hier muss man den Scheinsfrage aber punktgenau ansetzen. Richtig. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Verdammt, es ist nämlich kann ich mal gar nicht sehen. So, ich muss mir ungefähr die Stelle merken. Also hier. Na, ob das was wird? Ja. Vor allem halte ich hier gar nicht genug Anlauf. Von der anderen Seite. Du kriegst keinen Anlauf, weil das nämlich alles solche Speedbooster-Dinger sind. Ja, das schaffe ich nicht, also muss ich von ganz unten kommen. Richtig. Halt, hier gibt es auch noch ein Item. Gucken wir uns mal an. Bestimmt auch wieder Scheißwerk-Dinger. Ne? Wahrscheinlich müssen wir von der anderen Seite kommen. Mal sehen, ob du das alleine rausfindest. Ob du eine Idee hast. Ah, es kann sein, dass da jetzt noch der ganze Port für drauf geht.
Ja, das kann sein. Bis jetzt habe ich nämlich noch nicht so wirklich eine Idee. Also ich glaube, das hier ist immer noch mein Lieblingsrätsel von den gesamten Metroid Fusion Items. Kommt auf jeden Fall nicht durch. Hier käme man an die eine Item, aber das Problem ist, hier diese Speed-Dinger. Richtig. Sobald man den Anlauf hat, ist man schon wieder am Fallen. Ich hätte gesagt, ich lasse dich jetzt den Rest des Parts. Aber ich habe eine Idee. Und im nächsten Part helfe ich dir. So. Erstmal hier. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte da oben hin. Okay. Aber weißt du was? Manchmal ist es ganz witzig, Leuten zuzusehen, die keine Ahnung haben. Nee. Anstellen. Das ist hier überall. Das heißt, ich kann hier überhaupt keinen Scheinspark mitnehmen. Sei denn, es gibt hier irgendwo eine. Nee, hab, überall. Ich hab keinen Scheinspark mitnehmen. Kann man so vergessen. Lustige Sache, nicht wahr? Ja. Von da oben? Vielleicht? Keine Ahnung. Selbst wenn ich da oben Anlauf nehme, werde ich doch sie gleich wieder fallen. Und du saust immer nur durch. Ja. Wenn du von anderswoher den Scheinsbock mitnehmen möchtest. Hm. Also hier ist jedenfalls nichts sonst. Leider kann man den, glaube ich, auch nicht anhalten, wenn man erstmal am Fliegen ist. Nee, kannst du nicht. Es sei denn, du kannst ja von da vorne kommen. Also gerade habe ich keine weitere Idee. Wie habe ich denn damals das noch gemacht? Habe ich das überhaupt selbst gemacht oder habe ich es mir angucken lassen? Das ist so ein schönes Rätsel. Also ich war begeistert von diesem Rätsel. Hat auch allerdings, man könnte von ganz so alles überall Scheinsbergdinger sind, könnte man wirklich von unten kommen. Man muss nur die richtige Stelle finden. Aha. Das war ein bisschen zu falsch. Welche Stelle war es gewesen? Scheiße. Das ist jetzt ein bisschen Trial und Error. Ah nein, nicht bremsen. Wenigstens aufladen, ist mal sicher. Ich hab gesagt, wenn du das eine Item erstmal keine Lust hast, such doch schon mal was für das andere Item herauszufinden. Auf jeden Fall, das ist der richtige Ansatz, sage ich. Jetzt muss man es nur noch hinbekommen. Ich muss versuchen, mich an diesen Bodendingern zu orientieren. Ah, nein. Ich war viel zu weit. Ich glaube, ich muss zwischen den beiden stehen. Hier oder so. Gucken wir mal. Ja, das sieht ziemlich gut aus. Welcher dieser Säulen war es jetzt? Ich glaube, die hier. Verdammt. Viel zu weit. Sieht alles gleich aus. So ein Mist. Da muss man zählen. Ich kann hier schlecht zählen, weil das bei mir zu sehr ruckelt. Das war zu weit. Ach, verdammt. Also ich glaube, es sind vier. Es gibt eine viel leichtere Version, das zu schaffen. Ach ja. Ja. Da könntest du dir so viele Probleme sparen. Ich hätte gesagt, kümmere dich lieber erstmal um das andere Item, bei den anderen helfe ich dir dann, wie man das leichter rausfindet. Ich will es jetzt gerade nochmal gucken. Ich glaube, ich bin wieder falsch. Nein, das wäre jetzt fast richtig gewesen. Versuch lieber erstmal das andere Item zu kommen. Da habe ich jetzt aber überhaupt keine Idee, wie ich da dran komme. Lass dir was einfallen. Ich habe auch erst überlegt, Mensch, du kannst gar keinen Anlauf nehmen, den Scheinsbock kannst du auch nicht mitnehmen. Wie soll das gehen? Vielleicht gibt es irgendwo einen Geheimgang und das Ding, das tut einem bloß verarschen. Ich kann dich schon mal beruhigen, den gibt's nicht. Okay. Aber da habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung jetzt. Also da ich ja ein Fan von... Da ich ja ein Fan von Rätseln bin, finde ich dieses Rätsel einfach klasse, was sie sich haben einfallen lassen. Es hat ihn wirklich schon ein bisschen herausgefunden. Solche Rätsel mag ich. Nicht solche 0815 Rätsel, die du, keine Ahnung, in 2 Minuten gelöst hast. Wenn ich mir ein bisschen Gedanken drüber mache, käme ich sicher auch drauf. Aber gerade habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung, denn von hier aus geht's nicht. Sagen wir es so, du musst vielleicht ein kleines bisschen mehr Geschick einplanen. Fällt mir ein. Du musst von hier auslaufen.
Du musst eine Möglichkeit finden, den Scheinsborg mitzunehmen. Jedenfalls, hier geht's nicht. Hier kann man es auch vergessen. Ja, eigentlich nur diese beiden Möglichkeiten. Und nun? Nee, das klappt nicht. Da war's so, der Ansatz ist eigentlich jetzt gar nicht so schlecht gewesen. Da falle ich dann aber wieder. Nee, ich hab jetzt keine Ahnung. Da müsste ich jetzt wirklich mal eine halbe Stunde rumprobieren, bis ich da mal auf eine Lösung komme. Also sagen wir es so, die Lösung für das Rätsel hast du schon ein paar Mal durchgeführt. Also jetzt hier noch nicht, aber in anderen Räumlichkeiten hast du schon die richtige Lösung mal durchgeführt. Da fällt mir ja eigentlich nur der Sprung ein. Na dann? Ich habe keine Ahnung, wie bei den ganz normalen Sprung mit dem. Nee, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, was gemeint ist. Sprung ist schon mal gar nicht so schlecht. Da probiere ich es ja lieber noch mal mit dem anderen Item, bei dem habe ich wenigstens noch eine Idee. Ja, spätestens am Ende des Ports und falls wir noch einen aufnehmen sollten, dann erkläre ich dir, wie man das alles hinbekommt. Ah, manchmal ist es schon ganz witzig, wenn man die Leute zappeln sieht. Ja. Wie geht's da, Mist? Ach, ich krieg's einfach nicht richtig hin hier. Wie gesagt, es gibt eine leichtere Variante. Ich finde das nur ehrlich gesagt immer ein bisschen traurig, wenn manche Leute rumfluchen. Ja, und der Scheiß, und das funktioniert nicht. Wie soll man denn auf so einen Dreck kommen? Da denke ich mir immer, Leute, Kreativität! Allerdings. Ach, verdammt. Es gibt immer eine Lösung für die Rätsel. So. Halt. Gut, von hier aus. Hä? Der hat doch seine Stimme müssen. Offenbar nicht. Wie viele Minuten hast du noch? 2. Na gut, die lasse ich dich noch zappeln. Vielleicht krieg ich's ja sogar noch hin. Ich glaube, von hier aus war das immer falsch. Ja, ach, ich glaube, jetzt habe ich's langsam. Man muss ganz an der Kante stehen. Ungefähr hier. So, die Powerbombe hätte ich auf diese Art bekommen. Aber wie ich das andere da machen soll, habe ich keine Ahnung. Den Part beende ich jetzt erstmal nicht, weil ich werde ihn dann einfach auseinanderschneiden. Na gut, okay. Ich möchte nur trotzdem kurz erklären, wie du leichter an die Powerbombe hättest kommen können. Ja. Also verlass erstmal nochmal den Raum. Komplett rausgehen. Jetzt kamst du hier durch? Ja, jetzt kamst du hier durch. So. Und wieder reingehen. Und okay. Jetzt nach unten gehen. Unten gehen. Und wie du es jetzt schon gemacht hast, immer den Scheinsborg anwenden. Ja. Runterlaufen. Unten drunter laufen. So. Das wäre der Scheinsborg. Ja, jetzt musst du wieder Richtung dieses Item laufen. Also loslaufen. Und wie du es jetzt immer schon gemacht hast, dann nach oben springen. Ducken, nach oben springen. Das hat aber nicht viel gebracht. Warte mal, wir haben das Item ja, also wieso sollten wir das nochmal tun? Nee, geh nochmal hier hoch und leg dort oben eine Powerbombe, sodass du wieder siehst, wo hier die Stelle war, wo du durchkommen müsstest. Ja. Also sind jetzt, die ist hier irgendwo. Das, was mit dazugehören muss. Genau. Da war die Stelle. So, und jetzt machst du das noch einmal, dass wir das auch sehen. Was? Na, das, was wir eben gerade schon gemacht haben. Also hier nochmal mit dem Anlauf. Ich wollte dir das doch zeigen, wie es leichter geht. Ja, aber das ist bis jetzt genau das, was ich auch getan habe. Ja, so, jetzt musst du das noch einmal. Ducken, nach oben springen. Und guck mal, jetzt siehst du immer, lass dich fallen. Lass dich fallen. Lass dich fallen. Soll dich fallen lassen? Siehst du das? Genau da dazwischen müsstest du jetzt einen Punkt finden. Ne? Also das heißt, du startest jetzt nochmal, versuchst genau in der Mitte von diesen beiden Dingern durchzustarten und dann kannst du das punktuell festlegen, wo du durchstarten musst. Mit dem Hintergrund, oder?
Versuch einfach nochmal den Scheinsbock zwischen den beiden Dingern, wo du jetzt durchgebrochen bist, möglichst genau in der Mitte durchzubrechen.